Und wir rufen auf den Punkt 31, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der Freien Demokraten, 20203, mit 32, Antrag Aktuelle Stunde der AfD, 20204, mit 34, Antrag CDU, 20206, und mit aufgerufen ist der Dringliche Entschließungsantrag von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 20254. Wir haben vereinbart, gemeinsame Beratung, 10 Minuten je Fraktion. Und wir haben auch vereinbart, dass der Kultusminister beginnt. Dann darf ich Herrn Staatsminister Prof. Dr. Lorz das Wort erteilen. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss sagen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir einmal unabgesprochen 3 Aktuelle Stunden zu demselben Themenkomplex in einer Sitzung dieses Hohen Hauses gehabt hätten. Das ist also schon etwas Besonderes, und das noch zu einem wirklich positiven Sachverhalt. Das finde ich bemerkenswert. Und ja, heute ist ein guter Tag, bzw. die letzte Woche war eine gute Woche. Und am 15. März, wenn der Bundesrat entscheidet, wird es noch einmal ein guter Tag sein. Es ist ein guter Tag für unsere Schulen. Es ist aber auch ein guter Tag für den Bildungsföderalismus und damit für unser Staatswesen insgesamt. Meine Damen und Herren, ich erinnere mich noch gut an die geradezu apokalyptische Berichterstattung aus dem Dezember, als klar wurde, dass die Grundgesetzänderung zum Digitalpakt in das Vermittlungsverfahren geht. Was ist damals nicht alles beschworen worden an verpassten Chancen und Verzögerungen? Man könnte meinen, ein historischer Augenblick würde ungenutzt verstreichen. Und heute, nur wenige Wochen später, dürfen wir auf ein sehr gutes und erfreuliches Ergebnis blicken. Das zeigt, meine Damen und Herren, dass die Mechanismen unserer Verfassungsordnung funktionieren. Ich möchte auch einmal allen an diesen Verhandlungen Beteiligten, ich darf ja auch mal gerade Abwesende loben, also insbesondere auch den Ministerpräsidenten und den Finanzminister mit einschließen, ich möchte allen an diesen Verhandlungen Beteiligten ganz herzlich dafür danken. Ich meine aber auch, meine Damen und Herren, dass sich ein kurzer Blick zurück lohnt darauf, warum es überhaupt dazu gekommen ist. Wir reden hier von den 5 Milliarden €, die der Bund den Ländern eigentlich schon im Jahre 2016 offeriert hat. Und wenn der Bund damals schon den eigentlich für die Bund-Länder-Finanzbeziehungen vorgesehenen Weg, den Ausgleichsmechanismus über die Steuerverteilung gewählt hätte, dann könnte das Geld jetzt schon sehr lange unterwegs sein. Dann kam die Große Koalition im Bund. Die hat Anfang 2018 eine sehr einfache und schlanke, ich würde sogar sagen fast elegante Grundgesetzänderung verabredet, in der das auch möglich gewesen wäre. Aber das hat die Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag nicht mitgemacht. Stattdessen ist der Digitalpakt Ende 2018 mit jeder Menge Zusatzforderungen befrachtet worden, die letzten Endes auf die finanzielle Entmündigung der Länder und die weitgehende Aufgabe ihrer Kultushoheit hinausgelaufen wären. Das, meine Damen und Herren, war nicht akzeptabel. Ich will einfach nur einmal als illustrative Beobachtung feststellen, alle 16 Bundesländer über alle Parteigrenzen hinweg zu einer einheitlichen Ablehnungsfront zusammenzuschließen, das muss man politisch auch erst einmal fertigbringen, meine Damen und Herren. Aber Ende gut, alles gut. Jetzt haben wir eine Grundgesetzänderung, die, wenn sie der Bundesrat am 15. März noch bestätigt, eine gute Grundlage für den Digitalpakt bietet, die den richtigen Rahmen für Finanzhilfen des Bundes setzt und die insbesondere klarstellt, dass diese Hilfen der kommunalen Bildungsinfrastruktur zugutekommen und nicht durch die Hintertür die bildungspolitischen Inhalte dem Bund überantworten. Das ist gut. Damit kann man arbeiten. Wir freuen uns darauf. Ich darf in meiner derzeitigen Zusatzeigenschaft als Präsident der Kultusministerkonferenz auch hinzufügen, wir werden dafür sorgen, dass die zugehörige Bund-Länder-Vereinbarung jetzt auch so schnell wie möglich in Kraft treten kann, sodass das Geld auf jeden Fall an die Schulen fließen kann, sobald sich der Bund haushälterisch dazu in der Lage sieht, meine Damen und Herren. Aber, meine Damen und Herren, einen Satz muss man bei aller Freude und Dankbarkeit schon auch noch zur Höhe dieses Geldes sagen. Weil da ja teilweise abenteuerliche Vorstellungen kursieren, dass jetzt mit diesen 5 Milliarden €, also die bildungspolitische Landschaft, grundlegend umgekrempelt würde und wir quasi jetzt die Transformation von der Steinzeit in die Moderne vollziehen. Nicht nur, dass alle seriösen Schätzungen sagen, dass es selbst in technischer Hinsicht hier um eine sehr hilfreiche, aber letztlich nur um eine Anschubfinanzierung handeln kann, sondern vor allem, wenn Sie sich einfach die nackten Zahlen nehmen.
am hessischen Beispiel. Hessen kann aus diesem Digitalpakt nach dem Königsteiner Schlüssel insgesamt 372 Millionen € erwarten. Auf 5 Jahre verteilt sind das nicht ganz 75 Millionen € im Jahr. Das ist Geld, meine Damen und Herren, ohne Zweifel. Wir sind auch dankbar dafür. Aber wir geben allein in Hessen schon jetzt im Jahr über 5 Milliarden für die Bildung aus, im Wesentlichen für die Lehrerversorgung. Die kommunalen Schulträger tun noch einmal dazu das Ihrige. Also, wir reden von einer faktischen Erhöhung des Bildungsetats von ungefähr etwas mehr als 1%. Und jetzt lade ich Sie einfach einmal zu einem Gedankenexperiment ein, meine Damen und Herren. Sie wissen, wir haben eine durchschnittlich 105-prozentige Lehrerversorgung, und da fließt der Großteil unseres Bildungsetats hinein. Wenn ich jetzt morgen verkünden würde, dass wir diese Lehrerversorgung auf 106% erhöhen, das ist nämlich ungefähr der Umfang des Digitalpakts, würde es dann auch 3 Aktuelle Stunden in diesem Haus dazu geben, um die großartigen Chancen zu feiern, die sich damit eröffnen? Ich glaube das nicht, meine Damen und Herren. Und deswegen, das ist alles nur, um die Sache ins richtige Verhältnis zu setzen. Der wirkliche Clou des Digitalpakts, das ist auch wirklich der Fall, besteht darin, dass er die Initiativen, die wir als Land ohne dies schon, übrigens auch schon seit längerer Zeit betreiben, jetzt sehr gut unterstützen und dafür sorgen kann, dass wir noch schneller vorankommen. Beispielsweise beim Breitbandausbau, wo wir schon jetzt Planungen und Vorhaben für jede zweite Schule in Hessen haben. Da kann man jetzt noch mehr Gas geben. Oder in Ergänzung unseres kommunalen Investitionsförderprogramms KIPP macht Schule, wo wir auch jetzt schon 558 Millionen € mobilisiert haben. Also, das ist mehr als der ganze Umfang des Digitalpaktes für Hessen über 5 Jahre hinweg. Aber trotzdem, das ist eine zusätzliche Unterstützung, die sehr hilfreich sein wird an dieser Stelle. Oder im Aufsetzen auf unser bewährtes Programm Schule der Zukunft, mit dem wir schon seit 2001 digitale Ausstattung und übrigens auch Wartungsmaßnahmen fördern. Das alles lässt sich mit dem Digitalpakt wunderbar ergänzen und verstärken, sodass wir am Ende, da bin ich sehr zuversichtlich, auch wirklich über eine global wettbewerbsfähige Netzinfrastruktur verfügen können. Aber, meine Damen und Herren, und das ist mir jetzt als Kultusminister auch noch einmal besonders wichtig zu betonen, diese Infrastruktur alleine, so wichtig sie ist, macht alleine noch keinen besseren Unterricht und keine kompetenteren Schülerinnen und Schüler. Sondern worauf es ankommt, sind die pädagogischen Konzepte. Und auch da ist die Kultusministerkonferenz, das schließt jetzt auch wieder alle Länder ein, auch über alle Parteigrenzen hinweg, schon länger unterwegs. Sie hat nämlich schon 2016 eine Strategie zur Bildung in der digitalen Welt verabschiedet, wo sie besonderen Wert eben auf die pädagogischen Konzepte gelegt hat. Und natürlich läuft am Ende alles wie immer auf die pädagogische Unterstützung und die Qualifizierung des Lehrpersonals hinaus. Und speziell dort, meine Damen und Herren, investieren wir auch. Und da möchte ich Ihnen einfach nur ein paar Beispiele nennen. Wir haben etwa die Medienbildung schon vor 2 Jahren als prioritäres Fortbildungsthema etabliert und die Personalressourcen dafür mehr als verdoppelt. Die Hessische Lehrkräfteakademie wird ab diesem Jahr regionale Fachtage anbieten, um Schulen im Austausch über gelungene Praxisbeispiele zu ermöglichen. Das ist in diesem Fall ganz besonders wichtig, weil ich glaube, alle die Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, gerade pädagogisch, das ist nichts, was man sozusagen von oben herab lehren kann, sondern das geht am besten, wenn jemand zeigt, wie es geht, und wenn es dann den Kolleginnen und Kollegen erklärt. Und das werden wir ermöglichen. Dafür werden wir die Foren schaffen. Speziell im Bereich des Jugendmedienschutzes arbeiten wir schon jetzt mit externen Kooperationspartnern wie etwa der Landesanstalt für den privaten Rundfunk oder den digitalen Helden zusammen. Da gibt es noch viel mehr. Und ich will auch noch weitere Kooperationen dieser Art schaffen. Also, ich bin auch dankbar für alle, und ich habe schon einige Zuschriften jetzt auch bekommen, schon im Vorgriff auf den Digitalpakt, die sich da zur Verfügung stellen und die gute Inhalte, gute Formate, gute Fortbildungen beispielsweise einbringen können. Die Fachberatung Medienbildung berät die Schulen intensiv bei der Entwicklung schulspezifischer Medienkonzepte. Mit den Universitäten haben wir ein Portfolio zur Medienbildungskompetenz für Lehrkräfte entwickelt. Ein Schulportal als nutzerfreundliche pädagogische Lern- und Arbeitsplattform ist im Aufbau. Ein Praxisleitfaden für die Handhabung, für den Umgang mit digitalen Medien eben im Rahmen pädagogischer Konzepte ist in Vorbereitung und. Ich könnte noch eine ganze Reihe mehr aufzählen, aber ich habe die Uhr im Blick und weiß also, ich muss so langsam zum Ende kommen. Was ich damit nur zeigen wollte, meine Damen und Herren, ist, es passiert sehr viel. Übrigens nicht nur in Hessen, auch andere Bundesländer sind unterwegs, aber wir sind in Hessen schon ziemlich lange und ziemlich vorne mit dabei. Und wir mussten nicht erst auf den Bund warten, um zu diesem Thema verstärkte Anstrengungen zu unternehmen. Aber natürlich hilft uns der Digitalpakt dabei, hier noch schneller und wirkmächtiger zu werden. Und dafür bin ich dankbar, meine Damen und Herren, nicht mehr und nicht weniger. Und nun lassen Sie uns alle gemeinsam anpacken, um unsere Schülerinnen und Schüler so gut wie möglich in die Welt von morgen zu führen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Abg. Promny, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen, werte Herren! Die Digitalisierung verändert vieles, insbesondere wie wir leben und arbeiten. Nur wenn jeder Einzelne für diesen Wandel auch bestens ausgebildet ist, wird man die Chancen ergreifen können, die dieser Wandel bietet. Wir haben hier keine Zeit zu verlieren. Die Digitalisierung darf an hessischen Schülerinnen und Schülern nicht vorbeigehen. Denn sie werden morgen in Jobs arbeiten, die es heute noch nicht gibt. Deshalb müssen wir sie optimal darauf vorbereiten. Es geht dabei nicht nur um technische Kenntnisse, sondern auch um den kritischen Umgang mit den neuen Möglichkeiten und um digitalisierte, individualisierte Didaktik für herkömmliche Lerninhalte. Der Nachholbedarf ist hier immens. Fest steht, mit dem Digitalpakt wird der erste Schritt in die richtige Richtung gegangen. Wir Freien Demokraten fordern allerdings weitere Schritte in diese Richtung. Für 5 Jahre relativ überschaubare Beträge, auf Ewigkeit eine neue Bürokratie, auf Ewigkeit ein Durcheinander. So begründete der Ministerpräsident die Ablehnung des Landes Hessens zur ersten Version des Digitalpaktes. Wir Freien Demokraten sehen den nun vom Bundestag beschlossenen zweiten Entwurf etwas optimistischer. Die Bürokratie und das Durcheinander sind weggefallen, aber die relativ überschaubaren Beträge sind geblieben. Worauf können Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in Hessen jetzt hoffen? Was heißt das konkret für den einzelnen Schüler, für die einzelne Schülerin? Der Kultusminister hat dazu Ausführungen gemacht. Ich will es einmal runterbrechen auf den einzelnen Kopf. Begrenzt auf 5 Jahre pro Kopf pro Jahr sind das rund 120 € für das Land Hessen. Der Digitalpakt holt unsere Schulden also bestenfalls in die Gegenwart. Und wir fordern Sie von der Landesregierung daher auf, bringen Sie unsere Schulen in die Zukunft. Unsere Schülerinnen und Schüler haben das bestmögliche Bildungsangebot verdient. Möglich ist an Hessens Schulen auch mit dem Digitalpakt noch viel mehr. Die Landesregierung muss die Mittel des Digitalpaktes daher aus eigenen Zügen mindestens verdoppeln. Wir haben bereits in der Vergangenheit in den Haushaltsberatungen gefordert, zusätzliche 50 Millionen € einzustellen, und nicht als einmalige, sondern als jährlich ansteigende finanzielle Mittel. Fakt ist, dass Schwarz-Grün das abgelehnt hat. Die Landesregierung ist hier in der Verantwortung, die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen. Und eine wesentliche Weiche für die Zukunft ist die digitale Bildung. Diese muss im Rahmen der Prioritätensetzung des Landeshaushalts künftig endlich angemessen Berücksichtigung finden. Die Einbindung digitaler Lehrmethoden und Instrumente ist dabei allerdings nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch eine Frage pädagogischer Konzepte und natürlich der politischen Bereitschaft, auch neue Wege, neue innovative Wege in der Bildungspolitik einzuschlagen. Denn ohne pädagogische Konzepte ist ein Smartboard nur eine Kreidetafel ohne Kreide und ein Tablet nur ein Schulranzenverschlanker. Herr Kultusminister, wir hoffen, dass Sie es mit der Digitalisierung ernster nehmen als Ihre Parteifreundin, die Bundesbildungsministerin Karliczek. Sie hat gesagt, man benötige 5G nicht an jeder Milchkanne. Tatsache ist doch, wir brauchen schnelles Internet nicht nur an jeder Milchkanne, sondern auch in jedem Klassenzimmer, meine Damen und Herren. Nachdem die zweite Auflage von Schwarz-Grün in Hessen
in einer Sache endlich auf uns gehört hat, jetzt verlässt sie den Raum, gehört das Digitalministerium dazu. Schön, dass Sie auch einen Erkenntnisgewinn haben, Herr Boddenberg. Das freut mich. Ja, Frau Sinemus, wir hoffen natürlich, dass Sie am Ende des Tages nicht eine Königin ohne Land sind. Und wir erhoffen uns von Ihrem Ministerium und Ihnen, dass Sie die neuen Möglichkeiten mit Leben füllen und eine aktive Rolle bei der Umsetzung der digitalen Bildung in diesem Land auch einnehmen. Ein weiterer Baustein zur Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie an Hessens Schulen ist die Fortbildung der Lehrkräfte. Denn bei einer noch so guten technischen Ausstattung sind es doch die Lehrkräfte, die digital gesprochen die Rechenleistungen in die Klassenzimmer bringen. Der Kultusminister hat es angesprochen. Die Landesregierung bekennt sich im Koalitionsvertrag zur KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt. Hierbei fehlt es also nicht am Bekenntnis, aber es fehlt nach unserer Auffassung an einer konsequenten Umsetzung, meine Damen und Herren. Und hier wird sich auch zeigen, was die Bekenntnisse der Landesregierung auch unter dem KMK-Vorsitz tatsächlich in Zukunft wert sind. Die zarte Andeutung eines hessischen Digitalpaktes Bildung im Koalitionsvertrag zwischen Land und Schulträgern ließ uns ein wenig hoffen. Ein wenig hoffen. Diese Hoffnung wurde jüngst jedoch von Ihrem dringlichen Entschließungsantrag zerschlagen. Wir freuen uns zwar über Ihre Erkenntnis, dass Digitalisierung an den hessischen Schulen ein dringliches Thema ist. Allerdings ist diese Dringlichkeit selbst verschuldet, meine Damen und Herren. Und sollte dieser Antrag für den hessischen Digitalpakt Bildung der Startschuss gewesen sein, dann ging er mächtig nach hinten los. Wegen des Digitalpaktes auf Bundesebene stehen Sie unter Zugzwang. Und die Verrenkungen in Ihrem vorgelegten Entschließungsantrag stellen jedoch selbst im Vergleich zu Ihrem eigenen Koalitionsvertrag einen Rückschritt dar und sind ein politisch leicht durchschaubares Manöver. Herr Kultusminister, ich werde zum Schluss kommen. Sie sagten in einer Pressemitteilung, wer Schülerinnen und Schüler fit für die Zukunft des Lernens machen will, muss mit der Zeit gehen. Es ist nicht hinnehmbar, dass Sie weiter mit beiden Füßen auf der Bremse stehen. Diese zögerliche Haltung zulasten aller der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler ist nicht hinnehmbar. Deswegen darf ich Ihnen ein altbekanntes Sprichwort zurufen an dieser Stelle. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Einen Weg davon werden Sie gehen müssen, Herr Kultusminister. Noch haben Sie die Wahl. Sehen Sie also die Chancen und stellen Sie sich, was die Weichenstellung anbelangt, richtig auf für die Zukunft in diesem Land, für unsere Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte. Die haben das nämlich verdient. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Kahnt, AfD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ohne Grundgesetzänderung ist eine Umsetzung des Digitalpaktes nicht möglich. Wir wollen gleich zu Beginn darauf aufmerksam machen, wohin eventuell die Reise gehen soll. Mit der vorgesehenen Änderung des Artikels 104c des Grundgesetzes soll das Kooperationsverbot aufgeweicht werden, obwohl Bildung inklusive einer digitalen Infrastruktur an unseren Schulen nach föderaler Kompetenzordnung allein Sache der Länder ist.
Wir lehnen eine Grundgesetzänderung in dieser Hinsicht ab. Noch im Jahr 2006 hat es im Bundestag eine breite Zustimmung zum Föderalismus gegeben. Betrachtet man die jetzige Entwicklung des durch den Bundestag beschlossenen Digitalpakts, so darf man nur davor warnen. Der Digitalpakt wird als Vehikel genommen, womit sich der Bund einen größeren Einfluss auf die Bildungspolitik der Länder verschaffen will. Davor zu warnen erscheint mehr als gerechtfertigt, einfach deswegen, weil nichts umsonst ist. Denn die Länder müssen sich dazu verpflichten, digitale Bildung durch die digitalen Konzepte, Anpassungen von Lehrplänen oder Umgestaltung der Lehrerausbildung und Lehrerweiterbildung umzusetzen. Herr Kultusminister Lorz hat nicht umsonst darauf hingewiesen in seiner Eingangsrede, dass dadurch eventuell durch die Hintertür auf die hessische Bildungspolitik oder auf die Bildungspolitik der Länder Einfluss genommen werden kann. Wir sehen darin in der Tat einen mehr oder weniger versteckten Bildungszentralismus, der sich durchaus in eine unheilvolle Richtung bewegen kann, nämlich die Kulturhoheit der Länder abzuschaffen. Wir wollen uns diesen Ansätzen frühzeitig entgegensetzen, weil sie in ein zentrales Diktat führen können. Zukünftig soll die Bundespolitik aus Berlin kommen. Deshalb sagen wir Nein zu diesem, ausdrücklich zu diesem Digitalpakt. Und wir hoffen, dass der einzubindende Bundesrat den Zukunftsfantasien des Bundes ein schnelles Ende setzt. Wem es noch nicht deutlich genug ist, wir wollen uns mit dem Digitalpakt unseren Föderalismus und unsere Eigenständigkeit in der Bildungspolitik nicht abkaufen lassen. Der Zweck soll hier die Mittel heiligen, doch wir leben nicht mehr im Mittelalter nach dem Motto »Wes Brot ich ess, des Lied ich sing«. Nicht umsonst haben die Väter des Grundgesetzes aus einer zentralen Bildungsverwaltung bis zum Jahr 1945 die richtigen Lehren gezogen. Deshalb geht das Grundgesetz in Artikel 30 auch davon aus, dass alle Kompetenzen, die es nicht ausdrücklich dem Bund zuweist, Aufgaben der Länder bleiben. Wir betonen, Aufgaben der Länder bleiben müssen. Damit, meine Damen und Herren, wird das Prinzip der Subsidiarität gewährleistet. Gerade der Föderalismus steht für mehr Demokratie, für Aufgabennähe und verhindert Missbrauch. Deswegen fordern wir, Bildungspolitik muss in der Kulturhoheit der Länder verbleiben. Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie diesbezüglich klare und deutliche Signale nach Berlin setzt. Wir wollen den Föderalismus bewahren. Werfen wir einen Blick auf den Digitalpakt selbst. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre. Gezahlt werden auf 5 Jahre verteilt 5 Milliarden €. Ausgeschüttet werden sie auf ca. 33.000 allgemeinbildende Schulen. Meine Damen und Herren, mit diesen Zahlungen bleiben für die einzelnen Schulen nur wenige 10.000 € übrig. Das ist mit Verlaub eine Lachnummer. Denn die hier vorgesehenen finanziellen Mittel müssten um ein Vielfaches erhöht werden. Machen wir uns auch darin nichts vor. Es reicht längst nicht aus, nur eine breitbandige Schulhausverkabelung vorzunehmen. Herr Kultusminister Lorz hat in seiner Rede vorhin auch darauf hingewiesen, ein Digitalpakt oder digitalisierte Ausstattung schaffen an den Schulen keine verbesserte Qualität. Es fehlen dazu pädagogische Konzepte. Zudem ist zu kritisieren, dass bei dem digitalen Wandel viel zu wenig verantwortungsvoll auf die Risiken im Umgang mit digitalen Medien hingewiesen wird. Das gilt besonders für jüngere Schülerinnen und Schüler. Nicht einmal in Ansätzen ist darüber diskutiert worden, welche IT-Ausstattungen für die Schulen sinnvoll sind und welche nicht. Es fehlen Konzepte,
wie die Geräte überhaupt eingesetzt werden sollen, ganz zu schweigen von einer Lehrerschaft, bei der es mit Verlaub erhebliche Nachbesserungen im Umgang und in der Handhabe von IT-Ausstattungen gibt. Kultusminister Lorz sieht im Digitalpakt, dass er den Schulen neuen Schwung verleihen wird. Wir würden, verehrter Kultusminister, andere Maßnahmen für wichtiger erachten als diese. Bei allem Absinken von Zukunftsfantasien im Zusammenhang mit dem Digitalpakt, Hauptsache, sie klingen irgendwie nach Silicon Valley, nach Hightech oder generell nach Zukunft, wollen wir nüchtern bleiben. Es gibt keinerlei wissenschaftliche Hinweise oder Studien darüber, dass der Einsatz von iPhones, Tablets oder Notebooks die Lernleistungen von Schülern signifikant erhöht. Es ist ausgemachter pädagogischer Mumpitz. Wer behauptet, unsere Schüler und unsere Schüler seien mit dem Digitalpakt besser auf die vielbeschworenen Herausforderungen der Zukunft vorbereitet. Allein, meine Damen und Herren, vom Wischen auf digitalen Geräten ist noch niemand klüger geworden. Erhellende Aussichten stehen gewiss nicht an, wo es doch bereits in der Bildungspolitik genügend Trübes an unseren Schulen gibt. Bereits seit Jahren werden immer weniger Bücher zur Hand genommen, geschweige denn gelesen. Wir mahnen bei der Euphorisierung des Digitalpakts an. Die dringendsten Probleme an unseren Schulen liegen im Bereich elementarer Lerndefizite. Sie sind keineswegs auf einen Gerätemangel zurückzuführen. Ganz im Gegenteil, beklagenswerte, mangelhafte Schülerleistungen haben gerade ihre Ursache an der viel zu großen Verweildauer an diesen zugegeben durchaus unterhaltsamen Geräten, meine Damen und Herren. Unterhaltung, neudeutsch Entertainment, ist aber nicht Aufgabe an unseren Schulen. Um das Leistungsniveau an unseren Schulen wieder nachhaltig anzuheben, reicht eine Ausstattung mit IT-Geräten wahrlich nicht aus. Unsere Schulen müssen Orte der Vermittlung von Wissen und Kenntnissen sein. Ein sparsamer und reflektierter Umgang mit IT-Geräten kann allenfalls Hilfestellungen für bestimmte Informationen geben. Das eigentliche Lernen ersetzt er aber nicht. Wanderer und Bergsteiger wissen es, erst nach mühsamem Aufstieg hat man oben die schönste Aussicht. Und diese Aussicht verschafft die Handhabung von IT-Geräten gewiss nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kahnt. Das Wort hat der Abg. Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal, Kollege Schäfer-Gümbel, und auch in Richtung der FDP will ich auch an der Stelle noch einmal sagen, mit Blick auf den heutigen Tag, herzlichen Dank für die Bereitschaft, dass wir die krankheitsbedingten Ausfälle heute so handhaben. Ich will sagen, dass das nicht ganz selbstverständlich ist, zumal einige Erkrankungen erst relativ kurzfristig eingetreten und angemeldet worden sind. Also danke dafür, das außerhalb des Tagesordnungspunktes. Wir haben den Punkt des Digitalpakts zur Aktuellen Stunde deswegen angemeldet, weil a) jüngst Vereinbarungen über das Ergebnis des Vermittlungsausschusses zwischen Bundestag und Bundesrat getroffen worden sind, sodass wir der Meinung waren, dass der Kultusminister heute zunächst einmal in einer ersten Runde darlegen sollte, was das Ergebnis dieser Verhandlungen mit dem Bund war. Aber wir haben diesen Punkt auch deswegen angemeldet, weil ich glaube, dass es sehr wohl notwendig ist, dass man am Beispiel der Debatte um den Digitalpakt ein paar Dinge gerade rückt, klarstellt, insbesondere sich mit der Frage des Föderalismus und des positiven Wirkens des Föderalismus in dem Zusammenhang befasst. Kolleginnen und Kollegen, es ist keine Kompetenzhuberei der Länder oder der Politiker in den Ländern, wenn wir sagen, dass Bildungspolitik ureigenste Aufgabe der Länder ist.
Es ist die Erkenntnis, dass wir seit 1949, seit Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland, grundsätzlich, ich glaube, mit dem Föderalismus im Vergleich zu Zentralstaaten sehr gut gefahren sind. Das gilt nicht nur für den ökonomischen Wohlstand in unserem Land. Das gilt für den sozialen Frieden in unserem Land, von dem ich sage, ja, die Tatsache, dass in den Landesparlamenten und den Landesregierungen Politikerinnen und Politiker sitzen, die sehr nah an den Menschen, an den Bedürfnissen der Menschen und natürlich in unserem heutigen Beispiel auch an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler sind, das hat sich bewährt. Und es hat sich vor allen Dingen bewährt, dass wir im Wettbewerb unter den 16 Ländern uns auch alle miteinander anstrengen, in diesem Wettbewerb am Ende gut dazustehen. Und darüber diskutieren wir immer, wenn wir über Bildungspolitik im Hessischen Landtag reden, nämlich, was machen andere möglicherweise auch mal besser als wir und können wir uns daran orientieren. Aber wir sind hin und wieder, Herr Kollege Schwarz guckt ganz eifrig und fröhlich auch in der Lage zu sagen und selbstbewusst zu sagen, wir machen das hier in Hessen bildungspolitisch und in anderen Bereichen natürlich auch sehr ordentlich. Und wir sehen ja, dass sich durchaus andere an uns orientieren. Das werden wir zu anderer und weiteren Gelegenheiten sicherlich häufig diskutieren. Wichtig finde ich am Ende auch Folgendes, nämlich dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, wo sind denn die Verantwortlichkeiten und mit einem Wahltag dann auch darüber entscheiden können, ob sie das, was dort auch im Bereich der Schul- und Bildungspolitik abgeliefert worden ist, um es salopp zu formulieren, in Ordnung war oder auch nicht. Und vor dem Hintergrund will ich durchaus sagen, dass ich mich in den vergangenen Monaten hin und wieder über manche, auch eigene Parteifreunde auf der Bundesebene sehr geärgert habe. Es beginnt ja häufig damit, dass man in Wahrheit über Geld redet. Und der Bund, der durchaus die Idee hat, dass im Bereich der Digitalisierung die bisherigen Dinge Beschleunigung und Ergänzung erfahren sollten. Der Kultusminister hat ja zu Recht darauf hingewiesen, über welche Größenordnung wir reden, nämlich gerade einmal 1% mehr für die Länder im Bereich der Bildung. Aber der Bund und Bundespolitiker, auch meiner eigenen Partei, verbinden damit natürlich auch die Erwartung, dass wer bestellt, bezahlt. Auf der anderen Seite, für den Fall heißt, wer zahlt, der darf auch mitreden. Und dann reden die manchmal von unser Geld. Also wenn wir euch unser Geld geben, dann haben wir auch das Recht zu schauen, was ihr damit macht. Ja, ich finde ein sehr merkwürdiges Verständnis unseres Föderalismus und unserer Verfassung, denn das ist nicht deren Geld, das ist das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das sind Gemeinschaftssteuern. Das sind Gemeinschaftssteuern, die genau deswegen Gemeinschaftssteuern heißen, weil sie Bund und Ländern und damit den Kommunen gleichermaßen zustehen, um jeweils ihre Aufgaben erfüllen zu können. Und worüber ich mich in dieser Debatte auch ein wenig ärgere, auch da gucke ich durchaus selbstkritisch in manche eigene Reihe, ist, dass der Eindruck erweckt wird, als würden wir jetzt gerade einmal auf die Idee kommen, uns mit Digitalisierung zu beschäftigen. Das ist ja abenteuerlich. Wenn Sie sich anschauen, was die Kultusverwaltung, das Kultusministerium, die Kultuspolitik in Hessen in den letzten Jahren, heute noch zusätzlich in der neuen Verantwortung des Kultusministers als Präsident der Kultusministerkonferenz oder Vorsitzender der Kultusministerkonferenz in diesen Fragen unternommen haben und heute schon auch sicherlich als erfolgreiche Integration von Digitalisierung in Schule zu Recht beschreiben können, dann kann man nur auf alles kommen, nur nicht auf den Satz, dass es des Bundes und einiger Bundespolitiker und dortiger Impulse bedurft hätte, um den Ländern, in dem Fall Hessen, zu sagen, was sie denn zu tun und zu lassen haben. Und ich finde völlig zu Recht, in den Debatten im Deutschen Bundesrat, ich durfte ja dem Haus und auch dem Vermittlungsausschuss mal für eine Zeit lang angehören, haben Vertreter aller Parteien ein paar Dinge völlig zu Recht sehr klargerückt. Und da darf ich heute ausnahmsweise sogar einmal einen linken Ministerpräsidenten zitieren. Herr Ramelow meinte zu Recht, wie ich finde, in dieser Debatte, es handele sich um ein vergiftetes Geschenk der schlimmsten Art. Das war die Ursprungsfassung des Deutschen Bundestages oder besser gesagt die nachgearbeitete Fassung des Bundestages, in dem man wirklich zu diesem Schluss kommen kann. Ich hatte eingangs erklärt, was denn da so geäußert worden ist in Richtung der Länder. Kollegin Dreyer, die Ministerpräsidentin des Nachbarlandes Rheinland-Pfalz, sprach davon, dass durch die Hintertür die Selbstbestimmungsrechte der Länder beschnitten werden sollte. Und Kollege Kretschmann, dem kann ich erst recht
stimmen dem grünen Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg, der sprach von einem Frontalangriff auf unsere föderale Ordnung. All das unterstreiche ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, war eine berechtigte Kommentierung der ersten Entwurfsfassungen, die dann aus dem Deutschen Bundestag gekommen sind. Und, Kolleginnen und Kollegen, man hätte es auch anders lösen können mit Umsatzsteuerpunkten, noch einmal Gemeinschaftssteuern. Ich sage aber jetzt auch Strich drunter. Wir haben ein Ergebnis im Vermittlungsausschuss, und wir haben in unserem Antrag gesagt, dass wir dieses Ergebnis natürlich begrüßen, weil es die wesentlichen Unwuchten dessen, was aus dem Bundestag gekommen ist, entsprechend beseitigt hat. Ich will aber auch, und der Kollege der FDP bietet dazu Anlass, noch wenige Sätze sagen zu dem, was das jetzt bedeutet für die hessischen Schulen und für uns in der Politik und in der Kultusverwaltung. Ja, wir stehen vor großen Herausforderungen. Die sind nicht neu, aber sie nehmen durchaus weiter zu. Und wir haben, vielen Dank, sehr freundlich. Und wir haben natürlich zu Recht auch wahrzunehmen, dass wir in den Schulen die Bereitschaft bei allen Schülerinnen und Schülern stärken müssen, sich diesen Medien zuzuwenden. Wir haben zwar 90% der Schülerinnen und Schüler, ich glaube im 12. Lebensjahr, die ein Tablet haben, aber es sind halt 90% und keine 100%. Und wer sich mit Digitalisierung und den Entwicklungen und der Durchdringung der Digitalisierung in alle Lebensbereiche beschäftigt, der muss natürlich zu der Erkenntnis kommen, dass wir diese 10% auch gewinnen müssen. Um die müssen wir uns ganz besonders kümmern. Gar keine Frage. Mit Blick auf Ausbildungsplätze und Ausbildungsmärkte, wenn Sie so wollen, mit Blick auf Arbeitsmärkte. Ich glaube, das ist selbstredend, dass wir uns all diesen Fragen und der Vorbereitung von Schülerinnen und Schülern auf diese Welt sehr intensiv zuwenden müssen. Ich bin aber bei einem Slogan der FDP, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was über Ihrem Beitrag gestanden hat, etwas skeptisch, ob das die richtige Botschaft ist. Dieser Slogan heißt Digitalisierung first, Bedenken second. Also, dass Sie alle diejenigen, die sich kritisch durchaus, ich finde notwendigerweise kritisch, mit der Implementierung von Digitalisierung in unsere Gesellschaft und natürlich auch in den Schulen auseinandersetzen, mehr oder weniger, ich verstehe das jedenfalls so, als Bedenkenträger beschreiben, finde ich der Debatte, die notwendig ist, nicht angemessen. Denn wir haben auch dort dafür Sorge zu tragen, dass wir altersgerecht mit einer solchen Technisierung weiter Teile unserer Gesellschaft und unseres Lebens umgehen. Wir haben dafür zu sorgen, dass die klassischen Kulturtechniken, wenn ich das so beschreiben darf, in den Schulen natürlich höchste Priorität haben. Wir haben dafür zu sorgen, dass es einen reflektierten, einen kritischen Umgang, einen mündigen Umgang von jungen Menschen mit diesen Medien und nicht nur mit den Techniken, sondern auch mit der digitalen Welt im Netz umgehen lernen. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Dingen in der Schule zu implementieren und voranzutreiben. Und dafür gibt es schon eine ganze Reihe guter Voraussetzungen. Ich nenne jetzt einmal Digitalisierungszentren bei den Schulträgern. Ich nenne einmal die Kooperationen mit entsprechenden Hochschulen. Ich nenne auch übrigens die Auseinandersetzung durchaus mit der ein oder anderen wissenschaftlichen Aufarbeitung. Was bringt denn Digitalisierung im Ergebnis für die Schülerinnen und Schüler? Ich finde, dass all das dringend sein muss und eben nicht die Äußerungen von Bedenkenträgern sind, sondern die Äußerungen von Menschen sind, die sich verantwortlich mit einer solchen Technologie, mit der sich verändernden Welt und den entsprechenden Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen. Und letzter Satz, Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich finde, es ist notwendig, dass wir heute in einer Aktuellen Stunde dieses zeitnah zunächst einmal debattieren. Aber es ist auch notwendig, dass wir in den Arbeitskreisen, den Ausschüssen des Hessischen Landtages genau über all diese Fragen intensiv miteinander reden. Zur Kenntnis nehmen, dass einerseits PISA 2015 sagt, die Ergebnisse von Schulen oder Schülerinnen und Schülern, die sehr intensiv mit diesen digitalen Dingen beschäftigt und konfrontiert worden sind, im Ergebnis eher schlechter als in Schulen, wo das etwas behutsamer gehandhabt wurde. Ich will aber Kollege Boddenberg, Sie müssen zum Schluss kommen. Letzter Satz, Herr Präsident. Ich will aber noch einmal sagen, das ist Teil der Debatte, nicht meine Meinung, sondern es gibt viele andere, die sagen, natürlich bringt es, wenn wir richtig Fach-,
curricular mit diesen Dingen umgehen und so umgehen, dass es altersgemäß und entsprechend ist, eine ganze Menge. Darüber lohnt es sich in den nächsten Monaten, wahrscheinlich auch Jahren, intensiv hier im Hessischen Landtag zu diskutieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.